Als ich um die Vertonungsrechte nachgefragt habe beim Suhrkamp Verlag, hat mir der Herausgeber von Hermann Hesse, der Volker Michel, gesagt, aber Kastanienstadt, das kann man doch nicht vertonen, das ist doch Prosa. Habe ich zu ihm gesagt, da kennen Sie aber Ihren Hesse schlecht. Und er hat solche Augen gemacht. Ich habe gesagt, der Hesse hat diesen Prosa-Text ganz genau in Versmaßen durchkomponiert. Immer wenn es um die Kastanienstadt geht, hat er ein anderes Versmaß, wie wenn es um die Wanderung geht oder wenn er in die Kneipe geht. Ich habe also festgestellt, dass man die Texte ganz einfach auf 6 oder 7 Melodien drauf machen kann. Und da war dann der Herr Michels, der große Hermann Hesse-Kenner, doch sehr überrascht. Da das Petit Cénacle, wie ich vorhin gesagt habe, aus 6 Leuten bestand, habe ich die 6 auch dem Stück zugrunde gelegt. Man hört es am Anfang sehr deutlich, die 6. hat etwas sehr Sinnliches. Und da Hesse diesen Text geschrieben hat, als er in Italien auf einer Seeterrasse saß und sich wunderte über die zusammengeschnittenen Kastanien, die man dort so hat, hat er sich erinnert an die Kastanienstadt, an Kirchheim. Und deshalb ist das ganze Stück eigentlich auf 6. aufgebaut. Es hat einen 6/4-Takt und so weiter und so weiter. Thank you.
Augen haben, sehen wir nur Vedoten. Erst später erlischt das Zufällige und Nebensächliche. Die Erinnerung behält nur, was das veraltet ist. Wie könnten wir uns sonst ohne Angst und Schwindel auch nur ein Jahr unseres Lebens überschauen? Zu jedem Bilde, das dein Wort uns hinterlässt, gehören viele Dinge. Für mich aber am meisten die Bäume. Wie das ich jetzt lebe, später einmal vor meinem Gedächtnis stehen wird, weiß ich nicht. Aber ohne Pappen kann ich es mir nicht vorstellen, so wenig wie den Süden ohne Zypress. Sind wir undenkbar ohne ihre Linden oder Nussbäume. Und zwei, drei sind mir merkwürdig, dass sie gar keine Bäume. Eine Stadt oder Landschaft aber, in der keine Bauart deutlich vorherrscht, erscheint mir kulturlos, wird mir nicht zum Bilden. Ich kenne eine solche Stadt. Ich lebte als Knabe 2 Jahre dort. Und sie ist mir so fremd und gleichgültig geworden wie ein Bahnhof. Habe ihn ich schon lang nimmer gesehen. Das fällt mir ein, so oft ich in der Nachbarschaft auf einer Seeterrasse sitze und mit Bedauern und Gewünsche zu den kleinen, verschnittenen Gartenwirtschaftskastanien. Wenn die
mit den Kastanienbäumen. Eine kleine alte Stadt im Schwabenland. In ihrer Mitte liegt die alte Burg, ein weitläufig Geschachtel von massivem Baumwerk. Und um die weitläufige Burg herum liegt ein erstaunlich breiter, trockener Graben. Und um den Graben herum im Ring führt eine schöne Straße. Die hat auf einer Seite viele alte Häuser und kleine Gärten. Kastanien, rote und weiße.
Schlenderte ich zur Stadt hinaus
und durch die Vorstadt gelten Hügel an. Auf irgendeine hohe, duftende Sommerwiese oder an einen heimlich dämmernden Waldrand. Seit dem Knabenzeiten hatte ich immer vor dem Blitzenden ein und lief hin und her.
ein Rimplein und ließ mir ein feiger Bier dazu bringen. Bis das Essen kam, las ich noch. Es kam vor, dass der Wirt oder die Wirtin mir nicht nur freundlich einen guten Appetit wünschte, sondern sich auch ein wenig zu mir setzte und ein kleines Gespräch eröffnete. Bescheidener Leutseligkeit Bescheid, und es kam vor, dass ich auch einen kernigen Spruch oder selbst einen Witz riskierte. Schließlich bezahlte ich, nahm eine Flasche Helles mit hinauf und stieg in mein Schlafzimmer, wo die Schnaken fleißig so. Und wo ich mein Bier zum Kühlhalten ins Waschbecken steckte. Thank you.
Sure.